Findest du das, dieses Mädchen fett ist? Imaginärer Bartgrübler. Ich würde nicht fett sagen, aber auch nicht dünn. Ich denke, sie sieht einfach okay aus. Daumenlatscher-Emoji. Was? Bist du blind? Sie ist wortwörtlich gigantisch, Schatz. Du musst mich nicht anlügen. Oh, na gut, wenn das so ist. Nein, sie ist nicht fett. Sie ist verdammt gigantisch. Wirklich. Sie könnte mit Schatten reich werden. Man könnte sagen, sie ist eine leidenschaftliche Naschkatze. Horizontal herausgefordert. Eine Muckbeinkriegerin. Die letzte Stuhlbiegerin, wenn du so willst. Okay, okay, ich verstehe. Sie ist gigantisch, aber sie ist immer noch meine Schwester. Nicht binärer Emoji. Aber ich denke, sie sollte etwas abnehmen. Hast du also irgendwelche Ratschläge? Es kommt darauf an. Wie ernst meinst du es damit? Reden wir nur von ein paar Kilos oder ein paar Tonnen? Schatz, beruhig dich. Sie braucht nur ein bisschen Hilfe. Mein Fehler. Ich helfe dir. Lass mich dir von meiner Schwergewicht-Sexy-Machen-Methode erzählen. Zuerst musst du ein paar Schauspieler engagieren. Bezahle sie, damit sie an deiner Schwester vorbeigehen und laut sagen, verdammte Scheiße, hast du gesehen, wie gigantisch sie ist? Sie wird sich so schlecht fühlen, dass sie nach Hause geht und sich wiegt. Aber das ist in Ordnung, denn während sie draußen war, hast du heimlich ihre Waage gegen eine Prankwaage ausgetauscht. Wenn sie jetzt darauf tritt, sagt die Waage, bitte nur eine Person gleichzeitig. Aber sie ist gerade im Urlaub, also kann ich das nicht tun. Naja, zumindest haben wir es versucht. Scherz, das macht die Sache sogar noch einfacher. Wie lange ist sie weg? 2 Wochen. Perfekt. Jetzt will ich, dass du zu ihr nach Hause gehst, den Teppich von der Treppe entfernst und die Befestigungen an jeder Stufe lockerst. Das sollte sie zum Knarren bringen. Und wenn du richtig Glück hast, fällt sie durch die Stufen. Lachflash-Emoji. War's das? Nein. Verenge alle Türrahmen um circa 30 Zentimeter und sag ihr nichts. Sie braucht eine Erfahrung, die sie demütigt. Denkst du nicht, dass das alles ein bisschen zu viel ist? Ich meine, sie hat sowieso schon viel am Hals. Ich schätze, man könnte sagen, sie hat viel auf ihrem Teller.